nehme dich heute wieder ein bisschen mit. Elisa nimmt dich auch mit. Elisa möchte jetzt malen. Turnen und auch. Was denn? Turnen. Turnen auch, genau. Das steht auch noch gleich an. Jetzt wollen wir erstmal die Farben oder das Wasser einmal erneuern. Elisa meinte, man könnte damit noch malen. Aber ich meinte, lass uns doch lieber neues Wasser holen, Elisa. Nimmst du den kleinen anderen mit? Und Pinsel waschen wir auch einmal aus. Ja. Gut. Langsam. Langsam, genau. Nicht tropfen. Nicht tropfen. Du süße Maus. Du so langsam gehen? Eieiei. Dann geht Mami schon mal vor, ja? Ich auch. Dann kommst du gleich nach. Kommst du? Nochmal hoch. Und raus damit. Wir machen hier unten einmal sauber. Ich hole mal schnell die Pinsel. Du kannst das schon mal sauber machen, Elisa, ja? Sieht ja schon gut aus. Kannst du schon sauber machen. Super. Mach den anderen auch noch einmal schnell sauber. Und dann können wir da frisches neues Wasser reintun. Mhm. Ja. Ist doch ein bisschen schmutzig, was? Bisschen blau. Reicht. Reicht? Dann mach mal neues Wasser rein, Elisa. Hier bei dem auch noch. Also so viel. Ja, nicht zu viel, ne? Sonst kriegen wir es nicht ohne Auskippen einmal rüber. So, dann nehme ich das hier und du nimmst den anderen. Aber das ist so schwer. Soll Mami dann lieber den nehmen? Und ich nehme das. Okay. Dann komm. Hallo, ich bin ein Vogel. Du bist echt Vogel? Bisschen Quatschkopf, Elisa. Mhm. So, das tun wir jetzt einmal rüber. Guck mal, was ich ausgedruckt habe. Eigentlich, oh, was kommt hier ran? Eigentlich hatte ich das für Clara ausgedruckt, aber ich habe das dann falsch ausgedruckt. Ich habe das nämlich aus Versehen doppelseitig gedruckt und sie wollte das aber einseitig haben, damit sie es ausschneiden kann und auch noch ans Fenster machen kann, so als Fensterbild. Und deswegen, ja, kann Elisa jetzt mit diesem malen. Super, jetzt haben wir die. Was möchtest du denn überhaupt malen? Möchtest du die überhaupt malen oder willst du lieber das malen oder willst du mit blankem Papier malen? Ich habe schon was gemalt. Was denn? Den. Stimmt, den hast du schon gemalt, ne? Den brauchen wir nicht nochmal malen. Du kannst hier so ein Blankopapier haben, Elisa. Guck mal. Huch. Was ist das denn? Alles vollgeklebt, Elisa. Ups. So, darauf kannst du malen, wenn du möchtest. Den und den. Wie du möchtest. Ja. Kannst du mit Wasserfarben malen oder mit deinen Stiften malen? Ja, Mami? Kannst du Farbe nehmen, welche du möchtest, Elisa? Musst du mich nicht fragen, Schnuppi. Okay. Ja, Elisa ist schon ein großes Mädchen. Sie kommt gerade vom Kindergarten und meinte zu mir, dass ihre Freundin bereits ein richtiges Fahrrad fährt. Was? Jette. Die Jette? Ja. Die fährt schon ein richtiges Fahrrad, ne? Ich möchte auch. Elisa möchte auch. Genau, Elisa fährt ja im Moment mit Laufrad und zwar richtig schnell und düst sie überall hin. Aber klar, wenn dann schon ihre Freundin jetzt mit richtigem Fahrrad fährt, dann möchte Elisa das gerne ausprobieren. Mhm. Zum Glück haben wir natürlich von ihrer großen Schwester noch das alte kleine Fahrrad auf dem Dachboden. Da werden wir mal mit Papi drüber sprechen, ne? Dass er das einmal holt. Oh, was meinst du, schönes Elisa? Sieht voll hübsch aus. Au. Das ist künstlerische Freiheit. Ja. Sehr schön, Elisa. Bin gespannt. Ja, mal gucken, weil normalerweise sagt man ja, Kinder, die dann schon Laufrad können, die brauchen nicht so lange, bis sie dann auf das Fahrrad umgestiegen sind. Wegen dem Gleichgewicht, aber bei meinen hat es doch schon so ein bisschen gedauert, weil es ja schon eine andere Art ist. Beim Laufrad läufst du ja und beim Fahrrad musst du treten und dieses Treten muss man schon ein bisschen üben. Aber ja. Ich denke, das schaffen wir, ne, Elisa? Ja. Ich glaube, so klein war Clara damals aber noch nicht, als sie mit Fahrrad angefangen hat.
Ja, ich weiß, du magst Orange, Elisa. Immer drauf, immer drauf. Ich nehme das, glaube ich. Grün? Das. Hellgrün, ja. Ne? Ja. So, das ist schön. So schön, dieser Eton. So schön, das Hellgrün. Ja, glaube ich, ja. Ich glaube, heute wird es knapp mit dem Fahrrad ausprobieren, weil Elisa gleich noch Touren hat. Und heute muss ich auch noch packen. Das steht auch noch an. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Darauf freue ich mich schon so sehr. Morgen geht es nämlich los. Und dafür müssen wir noch packen. Und zwar nicht alle. Also wir kommen jetzt nicht alle mit, sondern nur Clara und ich. Wir? Und ich auch. Nein, du nicht, Elisa. Warum? Bin ich so klein? Du bist noch zu klein, ja, das könnte man so sagen. Also Clara und ich wurde eingeladen nach London. Wir werden dort 3 Tage verbringen, also 2 Nächte. Nur ich und, oder nur meine Tochter und ich. Also es ist ganz selten, dass ich nur mit einem Kind unterwegs bin und dann gleich 3 Tage. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Also ich freue mich riesig auf diese Zeit nur mit der Clara, dass wir... Weiß ich nicht, wir wollen uns da ganz viel angucken und so und London erkunden. Ich weiß nicht, ob du schon mal in London warst. Ich glaube, jeder war schon mal in London, oder? Mit der Schule war ich damals in London gewesen. Ich muss aber sagen, dass ich da jetzt nicht so tolle Erinnerungen dran habe. Also, ich weiß gar nicht, was wir da gemacht hatten. Wir haben da, glaube ich, gar nichts Besonderes gemacht. Aber dieses Mal mit Clara zusammen möchte ich da auf jeden Fall, dass wir uns richtig viele Sachen angucken. Dass wir auch nach Chinatown vielleicht einmal da reingucken. Ja, das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend. Also was wir da so machen, das wird sie dir auch auf ihrem Kanal Clarielle zeigen. Da möchte sie auch ein Video zu drehen. Wenn das schon online ist, ich glaube, das kommt aber erst später online. Das verlinke ich dir dann auf jeden Fall noch. Das sage ich dir auf Instagram dann Bescheid. Das wird total aufregend. Weil dieser sieht ja voll hübsch aus. Sieht ja aus wie so ein Baum. Oder was ist das? Ein Baum. Ein Baum? Apfel und... Baum. Apfel und Baum. Aha. Virtuos, Elisa. Das ist ganz schön virtuos, was du machst. Ich habe auch schon ganz viele Sachen besorgt. Die kann ich dir gleich mal zeigen. Ich war nämlich heute Morgen noch in der Drogerie und noch ein paar Sachen besorgt. Ja. Und habe auch noch ein paar andere Sachen besorgt, als nur das, was ich natürlich brauche in London. Also das zeige ich dir gleich auch noch. So einen kleinen Drogerie-Haul. Wir sind zurück und ich habe ja... meinen kleinen Haul noch versprochen. Clara ist auch da. Clara, wir müssen gleich packen. Ja. Aber noch gar nicht geschafft. Genau, Papi holt gleich die Koffer runter, die kleinen Handgepäckkoffer und dann müssen wir packen. Ja, ich freue mich schon auf übermorgen. Morgen, Clara, morgen. Ja. Hab ich ganz vergessen. Clara zählt seit 2 Wochen die Tage. Ja. Und denkt die ganze Zeit, es ist ja noch ein bisschen... Nein, es ist morgen. Morgen fliegen wir nach London. Nach Schule? Nach der Schule, genau. Dann müssen wir uns auch sputen. Nach der Schule geht's direkt los. Clara, du Hibbelige. Musst du noch Hausaufgaben machen, sag mal. Hä? Offensichtlich... Gut. Ja, was muss, das muss. Aber Clara, die hat jetzt ihr Kinderzimmer richtig schön gemacht in ein Meerjungfrauenzimmer. Das kannst du dir auch gerne mal anschauen. Ich verlinke dir das Video mal unten. Also richtig toll geworden. Meerjungfrauenzimmer. Ja. Papi, wir brauchen jetzt Koffer. Kannst du mein Fahrrad runterfahren lassen? Ja. Mach ich alles. Ja, Elisa möchte jetzt auch Fahrrad, aber ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Ne? Fahrrad fahren. Papi, Ja, ich habe es dir versprochen, deshalb müssen wir da wischen. So, jetzt brauchen wir aber erstmal Koffer. Ja, Koffer. Wir müssen packen. Oh, ich habe noch einen Rucksack oben für dich. Ich hätte nämlich gerne einen Handgepäckkoffer und auch einen Rucksack zum Mitnehmen, dass wir da so ein bisschen was reintun können. Ich freue mich aufs Fahrrad wieder. Du freust dich aufs Fahrrad? Ja. Jetzt kommt jetzt das Wichtigste zuerst. Ja. Ich weiß nicht, ob das zu groß ist für Elisa. Was ist mein Fahrrad? Ich glaube, das ist nämlich... obwohl, doch, das könnte passen, ne? Ja. Sieht total schmutzig aus. Wir haben es nicht sauber gemacht, bevor wir es da oben hingetan haben. Wir haben es sauber gemacht. Das ist schmutzig. Das ist nicht schlimm, das ist ein Fahrrad, Elisa. Oh, jetzt bin ich.
Ja, das mache ich jetzt erstmal noch wow. nicht anfassen. Ja, ich mache es ganz, ganz schön sauber. Das ist nur so ganz staubig. Guck mal, Papi hat so eine ganz dreckige Finger. Ich mache das jetzt gleich ganz schön sauber für dich, okay? Ja, guck mal. Sieht schön aus? Mhm. Ja, gut aus, ne, Elisa? Mhm. Ja, eine Klinge. Eine Klinge ist auch dran, genau. Das ist Elisa wichtig. Elisa hatte nämlich bisher keine Klingel. Das ist ja auch mein altes. Ja, erinnerst du dich noch, Clara? Ja. Da meine. Hast du mal drauf gepasst. Happy, das ist meine. Jetzt ist es Elisas, genau. Guck mal, jetzt kommt Papi noch mit den Koffern runter. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt nicht so viele Koffer, ne? Viel. Nein, wir brauchen schon zwei Koffer, mein Schatz. Ja, das hat schon immer nicht funktioniert. Wegen dem Shoppen oder was? Ja. Oder was wollt ihr da? Warum müsst ihr zwei Koffer Shopping hinnehmen? Shopping Day, ja. Das ist nicht zwei alt. Tage wechseln. Guck mal, das ist alt, Mami. Alt? Ja. Ach so, da musst du ein bisschen üben, ne, wie man das macht. Das geht nicht. Das ging doch eben. Warum geht's denn jetzt wieder nicht? Jetzt geht's. Musst du ein bisschen locker machen, glaube ich. So ein bisschen eingerostet hier. Danke, Mami. Jetzt habe ich hier zwei modische Rucksäcke. Einen alten und dein Ding. Ach so, mein Diebstahlsicheren. Das sind meine Hausaufgaben. Bist du schon fertig? Ja. Das ging ja schnell mit Hausaufgaben hier. Dino. Okay. Geht mal da weg. Geht mal da weg, Elisa. Ich glaube, das ist noch Elisa zu hoch. Ist ganz fertig. Da haben Fledermäuse drauf gesessen. Clara. So ist es. Und nicht nur drauf gesessen, sondern auch. Justus. Ja, deshalb bin ich. Oh meine Güte. Gut. Liebe Lichter. Du merkst, ich habe volle Bude. Das merkt man immer so schön, wenn das so wuselig ist. Was habt ihr vor? Bist du ganz fertig mit Hausaufgaben? Ja. Wollt ihr dann einmal bei Papi helfen? Okay. Fahrrad und so. Johann hat nämlich auch gerade sein Fahrrad ich aber neu nicht. Gemacht. Ich muss hier Koffer packen. Stimmt, wir beiden Mädels werden jetzt zusammen Koffer packen. Ja, dann guck mal, was du mitnehmen möchtest. Also wir sind ja nur zwei Nächte unterwegs. Also zweimal Anziehsachen. Genau. Einmal. Zweimal. Zweimal Anziehsachen brauchen. Was ist das denn hier? Den kenne ich aber gar nicht, den Rucksack. Ja, stimm mal ab, ob du den schön findest. Das ist Geschmackssache, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt mache ich erstmal den kleinen Haul für dich. So, ich habe ja das hier extra jetzt geholt, weil wir ja nur mit Handgepäck fliegen und deswegen dürfen wir ja nicht so viel an Flüssigkeiten mitnehmen. Aber ich wollte ja trotzdem meine Cremes und Lotionen und alles, was ich da so brauche, mitnehmen. Deshalb habe ich das geholt. Hier ist noch eins. Aber ganz viele aus der Community haben auch gesagt, Nancy, du kannst einfach auch sowas hier nehmen. Das ist einfach so ein Beutel. Mami, wie viele Nächte bleiben wir noch an? Zwei. Okay. Das ist einfach so ein Beutel mit einem Zipfverschluss. Das ist die Hauptsache, dass es zugeht. Darf nicht mehr sein als ein Liter. Und ist hier sogar drauf, guck mal. Ist für Flugzeug geeignet. Ja, das kann man auch benutzen. Und weil ich die ja sowieso mal brauche für die Küche, habe ich auch noch den hier geholt. Ist eigentlich genauso von der Größe her auch ein Liter. Auch ein Flugzeugzeichen mit drauf. Und in pink. Guck mal, der Zipper ist pink. Und dann habe ich hier noch, ach so, die habe ich wieder geholt. Wir basteln ja jedes Jahr immer diese Brottütensterne. So sehen die aus. Und dann machen wir das immer ganz gerne mit diesen roten Farben oder auch mit weiß. Sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Habe ich dir auch schon ganz oft gezeigt. Letztes Jahr, glaube ich. Ja? Und dann Hilfe, ich muss doch jetzt zum Elternsprechtag. Also oh. Nee, das ist ein ganz normaler Elternabend. So, okay. Also es ist jetzt kein Elternsprechtag. Du hast mir gesagt, du musst Elternsprechtag. Ja, ich habe mich versprochen. Justus geht wieder zum Elternabend. Ja, dieses Mal ist Johanns Klasse dran. Justus. Musst du jetzt schon los? Das ist doch viel zu früh. Was sind die Sachen, die du mitnehmen möchtest? Ja. Okay, welchen Koffer? Das ist meiner. Den möchtest du nehmen? Das ist meiner. Okay, dann pack ihn da. Richtig schön Mami, voll. Mein Fahrrad hier ist fertig. Dein Fahrrad ist schon fertig? Ja. Ich komme gleich, komm gleich gucken, ja? Elisa ist gerade so süß aufgeregt, meine Güte. Elisa, bist du aufgeregt? Ja. Fertig. Wow. Hier ist das hier. Hier ist das Fahrrad. Könntest du ich kann Fahrrad drauf machen? Einen Fahrradkorb kann man drauf machen, ne? Und die kann
man auch so machen. Ach, da muss man treten, ne, Elisa? Genau. Und die kann man auch so klingeln. Gut. Endlich kann Elisa alle wegklingeln, die im Weg stehen. Ja, muss Papi noch ein bisschen tiefer machen, ne? Oder? Das ist der komische Fußballpunkt, den ich dran ist. Yes! Ja. Super, Elisa. So, warte gut. Fertig. Ist schon fest? Pinocchio hängt, ha? Irgendwo auf dem Boden. Da. Cool. Jetzt setz ich mal drauf. Komm mal, Elisa, einmal draufsetzen. Oh, jetzt sind wir gespannt. Oh. Noch ein bisschen hoch, gell? Nee, das ist gut so. Ja. Ja, das ist sehr gut so. Hier noch ein Zopfgummi. Sehr gut. Sogar ein bisschen zu hoch, zu weit unten. Nee, aber sie kommt ja mit dem Fuß ja nicht an, auf den Boden. Hey Mann, die Füße auf dem Boden? Ja, okay, das war am Anfang so ein bisschen. Oh. Das ist gut. Ja, ich weiß, du willst sofort loslegen. Ja, Elisa will schon losdüsen. Justus ist jetzt schon beim Elternabend. Ich habe es nicht geschafft zu packen, während die Kinder da noch alle rumliefen. Wir haben jetzt schon Abendbrot gemacht. Die Kinder sind auch schon fertig gemacht. Und jetzt zeige ich dir noch mein Haul zu Ende. Das habe ich ja auch noch nicht zu Ende gezeigt. Ich habe nämlich noch ein paar richtig tolle Sachen gefunden. Eine Haarbürste. Und guck mal, die sieht so ähnlich aus wie meine riesige Paddelbürste, die ich hier habe. Und Clara mag ja meine Paddelbürste so gerne. Warte, die hier ist das. Also die ist wirklich riesig. Und da kriege ich halt wirklich ganz schnell meine Haare trocken geföhnt, weil da halt so viel Fläche ist. Und Clara hat jetzt diese. Und Elisa auch. Dann geht das Haareföhnen einfach ein bisschen schneller. Wer hat schon Lust und Zeit, Haare zu föhnen? Also meine Kinder nicht. Guck mal. Auch so ein riesen Paddelding. Auch mit Luftschlitzen, damit die Föhnluft da durchkommt. Mal gucken, ob das weh tut auf der Kopfhaut. Ja, ein bisschen. Ist nicht ganz so weich. Die ist ja weicher. Ja, aber es geht. Dann habe ich, ja gut, das hier mitgenommen. Das war auf so einem extra Aufsteller gewesen. Fotokleber. Also Clara macht ja im Moment ganz, ganz viele Fotos und macht sie immer überall hin in ihrem Zimmer. Deshalb kann sie das, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Dann habe ich nochmal Haargummis gekauft. Das sind ja die für Elisa. Das sind die für Clara. Die finde ich am besten, weil die ja nicht so eng sind. Und ich glaube, davon gehen die Haare nicht so schnell kaputt. Dann habe ich nochmal Feuchttücher mitgenommen, jetzt für die Reise. Dachte ich, wäre das vielleicht ganz praktisch, wenn ich sowas dabei habe. Und dann noch so kleine Döschen. Die werde ich jetzt befüllen. Regnet das so doll? Ja, es regnet ganz doll. Heute ist so ein Regentag und morgen soll es auch regnen, auch in London. Ich habe schon gesagt, ich muss einen Regenschirm mitnehmen. Sonnenfluid, meine Sonnencreme, die kann ich eigentlich so mitnehmen. Dann muss ich mein Abschminkzeug mitnehmen. Dann muss ich, warte, ich tue das mal alles jetzt runter, mein Augenabschminkzeug mitnehmen. Oh mein Gott. Dann muss ich hier meine ganze Pflegereihe mitnehmen. Im Moment benutze ich so eine koreanische Pflegereihe mit ganz viel Ceramiden. Ceramide tun meiner Haut extrem gut. Ich mag die sehr gerne. Ich quetsch mir jetzt hier einfach so. Das reicht für 2 Tage, brauche ich es ja eigentlich nur, ne? Ja, geht so. Immer schön reichlich auftragen, die Sonnencreme, deswegen reicht das aber schon. Ich bin fertig. Das ist jetzt mein Sammelsurium, was ich mitnehmen werde. Bei denen sieht man das, glaube ich, ja, es ist Zahnpasta. Ich bin ein Freak. Ich brauche immer meine Zahnpasta mit. Das ist Claras Zahnpasta. Duschgel werde ich gar nicht mitnehmen, Shampoo auch nicht. Ich hoffe, dass es das im Hotel gibt, aber meistens gibt es das ja dort. Von daher reicht das eigentlich schon. Ich hätte gar nicht so viel besorgen müssen. Ich hoffe, wir finden da noch ein paar schöne Sachen in London. Die werden wir dann
mit nach Hause bringen. Nur mit Clara zusammen. Ich habe dieses Mal keinen Reiseführer dabei. Justus ist nicht da, um mir zu sagen, wir müssen jetzt hierhin, dahin, links, rechts. Deshalb verlasse ich mich auf mein Handy, dass es mich navigiert. Aber ich nehme dich auch mit auf Instagram, also folge mir da gerne. Vielleicht kannst du mir dort auch direkt ein paar Tipps geben, was wir uns unbedingt anschauen müssen in London. Ich wollte eigentlich heute nicht vloggen. Aber guck mal, wo wir sind. Wir sind am Flughafen. Es ist schon dunkel draußen. Wir hätten heute um 14 Uhr losfliegen sollen. Aber erst kam das Flugzeug zu spät, eine Stunde lang. Und dann war das Flugzeug kaputt. Und seitdem warten wir hier. Also es heißt schon seit langem, dass es repariert wird. Hat da nicht funktioniert. Und jetzt kommt ein neues Flugzeug aus London, was uns dann mitnimmt wieder zurück nach London. Also Clara geht es ganz gut. Alle sind hier so ein bisschen nicht so ganz glücklich, diese ganzen Passagiere hier. Wir warten hier auch alle. Die ganze Truppe wartet hier immer, stehen immer Leute an. Der Kapitän hat auch schon gesprochen und so. Ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Wir wollten eigentlich heute schon London erkunden und uns da alles Mögliche anschauen. Total schade. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wir warten jetzt noch bis, weiß ich nicht, 22 Uhr, bis dann hoffentlich das Flugzeug hier losfliegt. Also uns wurde versprochen, dass der noch fliegt. Deswegen hoffen wir auf das Beste. Clara, die süße Maus, hat sich zum Glück ein Buch mitgenommen. Sie hat sich Kopfhörer mitgenommen, um sich was anzuhören und um Filme zu gucken. Ja. Fortsetzung folgt. Mal sehen, ob wir irgendwann in London noch landen.